Die Affen zum Beispiel, die trampeln jeden Außenseiter als gemeinschaftsfremd tot. Was für die Affen gilt, muss doch in erhöhtem Maße für den Menschen gelten. Himmler heißt in Lübeck den Westmächten ein Kapitulationsangebot gemacht. Bei der Grafenbeiradotte. Das ist der schlimmste Verrat von allen! Göring, ja. Der war korrupt, immer schon. Speer, ja. Ein wildfremder, unberechenbarer Künstler. All die anderen, ja. Aber Himmler, um sich zu autorisieren, behauptet er, ich wäre krank. Ja, vielleicht schon tot. Bitte, lassen Sie mich mit Ritter von Greim und Fräulein Rötschel ein. Und holen Sie mir Fegelein. Herr Führer, wir wissen nicht, wo er sich im Moment aufhält. Was soll das heißen? Er ist Himmlers Adjutant. Er muss zur Verfügung stehen. Wir haben ihn schon seit Tagen nicht mehr gesehen. Ich will sofort seinen Bericht!